Industriegebiete sind Geburtsstätten feinster Stäube. Verbrennungsprozesse, mechanischer Abrieb und Transport verursachen in Deutschland mehr als 100.000 Tonnen Feinstaub Jahr für Jahr. Zwischen riesigen Hallen mit nackten Fassadenflächen finden Pflanzen oft kaum noch ein Zuhause. Im Gegenteil, es wird alles dafür getan, dass auf diesen Oberflächen nichts wächst. Dabei ist genau das der falsche Weg. Wir möchten Beschichtungssysteme entwickeln, die optimale Wachstumsvoraussetzungen für Moose bieten. Wir wollen Moose gezielt auf technischen Oberflächen kultivieren. Warum? Moose haben einen außergewöhnlichen Speiseplan. Sie ernähren sich von feinsten Stäuben und sind ansonsten äußerst genügsam. Moose sind keine typischen Gefäßpflanzen, brauchen kein Substrat, kennen keinen Wegstress. Alles, was sie zum Leben benötigen, nehmen sie über ihre Blattoberfläche auf und die ist dementsprechend riesig. Kultiviert auf großen Fassadenflächen, können sie Feinstaub aus der Luft binden und gleichzeitig das Mikroklima verbessern. Zudem wirken sie antimikrobiell, fraßhemmend und allelopathisch. Fantastisch eben.